So, ein Fünkchen mache ich noch und wir sind wieder dabei bei Let's Play EASC 24. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten, haben eine Karriere gestartet mit der LA Galaxy in den USA. Eine Liga mit Playoff-System, wo ich Bock drauf habe, Originalstadion. Und mal außerhalb der Top 5 liegen. Ich wollte eigentlich mal irgendwas anderes machen. Ergo, schauen wir einfach mal gerade, wie wir so verpflichten könnten. Ja, ich habe jetzt geguckt nach Spielern, die tatsächlich... So, ich gucke jetzt mal wieder raus aus der Freigabesumme. Alle. Warte mal. Ich nehme jetzt mal gerade. So, zurücksetzen. Rest-Team. Ich muss jetzt überlegen, wo der gespielt hat. Da gibt es irgendeinen Spieler, der mir ein bisschen auf den Senkel gegangen ist die ganze Zeit. Wo hat er denn gespielt? Toronto? Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Ich weiß, glaube ich, schon, wie der heißt. Das ist ein Mittelfeldspieler gewesen. Ich will halt gerne... Die Mannschaft ist ein bisschen geworden. Ich brauche auf jeden Fall Außenverteidiger. Das ist mal ganz klar. Also nehmen wir das mal raus. Und gucken mal. Alle. Position. Rechtsverteidiger. Mal gucken, was wir auf Freigabe so mäßig was haben. Wir haben Kohle. Wir sind nicht ganz günstig. Das sind beim einigen Teil... ein bisschen Geld, also auf jeden Fall. Gucken wir mal, haben wir da irgendwas, was wir kennen, wo ich sagen muss, den müssen wir holen. Gut. Gucken wir das ganze Ding auf der anderen Seite. Ich brauche ja, wie gesagt, wir gucken gleich nochmal mit dem Torwart, ob wir da was haben. Ich guck grad. Scanner. Kai Wagner. Ja gut, Freigabe so 15 Millionen, aber. Spielt bei Philadelphia, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hätte ihn gerne schon im Kader. Aber ich glaube, mal gucken, komm, wir kaufen ihn. 10 Millionen an der Marktwert wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht für unsere Truppe. Wir müssen ja nicht nur auf Amiland, auf Amis gehen. Nein. Wir gucken mal, was wir kriegen. Transfersummenangebot. Wir haben mal 12,5. Wir nehmen mal die Mitte. So, verhandelt. Klar, ein Schlüsselspieler. 5-Jahres-Vertrag. Wie alt ist er? 25. 3 Jahre möchte er. Ist okay, komm. Natürlich die Freigabe so übergehen. Er möchte auch die Freigabe so dran haben. Die möchte ich aber ablehnen. Weil dann wird er aber sagen, hoffentlich ja, ein bisschen mehr Kohle. Gucken wir mal. Wir bieten ihm mal 10er und 100.000. Kommt. Und damit haben wir unseren ersten Neuzugang unter Dach und Fach. Kai Wagner wechselt für 12,5 Millionen von Philadelphia United zu LA Galaxy. Und ist ein 76er. Bist wirklich die 5,9 Millionen, sagt er. Nö. Ist mir gerade egal. So, dann haben wir dann zumindest den schon mal unter Dach und Fach, den Transfer. Wir gucken jetzt gerade mal am Torwart. Das hat jetzt, wie gesagt, die Außenverteidigerposition und wie gesagt, ich brauche noch einen Rechtsverteidiger. Wir werden auch definitiv mal wir werden auch mal außerhalb der Ligen gucken. Ja, wir werden natürlich erstmal gucken, was wir so kriegen können. Wir brauchen natürlich ein Talent, das heißt Talent, ja.
gut. Dann sind wir da ein bisschen raus. Ich guck mal in der Bundesliga, ob wir da irgendwie was holen können. Aber Premier League, komm, Premier League mit Dortmund. 38,5 Millionen, ja gut, okay. Das ist ein bisschen zu teuer. So, gucken wir mal in der Bundesliga. Boah, Kobel hat, Quatsch, Gulaschi hat 23 Millionen, ja, nee, ist zu teuer. Nee, brauche ich jetzt erstmal noch nicht. Serie A. Ja, Skorupski, why not? Nehmen wir mit. Weil er kommt. Nein. Transfersumme anbieten. Machen wir erstmal 7. Wir müssen ja ein bisschen jetzt aufrüsten. Wir werden die Karte jetzt ein bisschen aufbauen. Akzeptieren. Natürlich. 3 Jahre für einen 30-Jährigen. Komm. Freigabesumme, wenn wir gehen. Aber jetzt müssen wir das Gehalt anpassen. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt wissen wir mich nicht. Gehalt, Quatsch. So viel wollte ich nicht. 11.000. Und 200. Ist ein Deal? Machen wir. Dann haben wir schon mal den zweiten Transfer unter Dach und Fach. Neben einem neuen Außenverteidiger haben wir jetzt auch noch einen Keeper gekauft. Für 7 Millionen von. So. Naja, 4,4 hat er gekostet. So, ist eine 77er Wertung. Gar nicht so schlecht. Und jetzt brauchen wir das ganze Ding nur auf dem Rechtsverteidiger. Müssen wir gucken, was wir kriegen können. Gucken wir mal in der Bundesliga, wo wir schon mal dabei sind. Baku, Kübler. Ach, Kübler wäre dann. Ja, Kübler kostet wahrscheinlich zu viel, oder? Wir haben nämlich noch 5 Millionen. Premier League. Ja, nee, ist klar. Okay. Gut. Sagen wir mal die Freigabesumme raus. Alle Spieler. Ich möchte gerne mal gucken, was wir so haben. Wenn wir jetzt unbedingt verpflichten müssen. Kilian Fischer, mit dem habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Thomas Meunier. Ich muss mal gerade gucken, mit wem wir so gucken können. Ich will jetzt nicht unbedingt nur die Top. Ich will jetzt nicht unbedingt die Superspieler, also die nur Talente verpflichten. Nur alte Spieler verpflichten, so ist es richtig. Ich will auch mal einen Spieler verpflichten, der mal ein bisschen was bringt. Gucken wir in die zweite Bundesliga. Giorgio Kenny. Den wird Hertha aber wahrscheinlich nicht ziehen, das ist nicht für die Summe. War nur noch mal eine Idee. Okay, dann haben wir die raus. Hm.
Dritte Liga brauche ich wahrscheinlich nicht gucken. So, ich gucke mal gerade, wie gesagt, ein bisschen gerade durch. Ich muss ein bisschen mit auf die Zeit gucken. Also wie gesagt, erstes Spiel wir heute die nicht mehr sehen. Aber ich muss ja gerade gucken, was wir holen könnten. Florenzi, why not? Nimm mal den. No, natürlich nicht. Schade. Schade. Die Chile wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Nicht wie die Summe. Der wird wahrscheinlich jetzt auch sagen, hau ab, gib mir die auf den Sack. Das sind immer nur ein paar Ideen. Florenz, die Kurve wäre schon gut gewesen. 60 Millionen kannst du kriegen, da brauchst du gar nicht anzufragen bei der Summe. Wir lassen es erstmal. Wir lassen es erstmal. Wir werden es erstmal später. Ich werde jetzt gerade gucken. Wir werden jetzt erstmal schauen. Deswegen ein bisschen umbauen den Kader. Nee, wir halten den, okay. Shida brauche ich nicht. Ich bin jetzt gerade dabei, den Kader ein bisschen auszudünnen. Den wir packen. Den wir mal blocken. So. Gut, Kai Wagner bleibt definitiv. Und Skorupski geht zumindest für eine Karriere. So. Gut. Halt. Die Menschen. So. Jetzt brauche ich definitiv erstmal doch später dann irgendwann noch einen Rechtsverteidiger und definitiv noch einen, eigentlich noch einen Innenverteidiger. Das wäre schon gut. Juti. Gucken wir noch mal schnell die Nachrichten rein. Da sind bestimmt einige, die gesagt haben, nee, doch nicht, okay. Gucken wir mal, was die Trainingspläne sagen.
Gut. Ja, ich muss jetzt gucken, dass die ein bisschen ausgeglichen sind. Gut, komm, mal ich jetzt mal so lassen, wie es ist. Die Leistung. So, starker Fokus auf Leistung. Fokus auf Leistung, ganz klar. Starker Fokus auf Leistung. Dass die Bissigkeit erhöht wird. Gut. Ich würde mal sagen, wir machen einen kleinen Break. Wir sehen uns. Oder warte mal, kann man kurz gucken? Die Minderrechten anhalten. Ne, warte mal. So passt das so. Okay, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, wir machen einen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann vielleicht sogar schon zum ersten Saisonspiel. Ne, mal gucken, was passiert. Bis dann. Tschüss.